Auch nicht schlecht, was man hier so sieht, ne? Absolut rostfrei. Original Bay. Das Ding kann im Leben keinen Erstlachs haben. Also der Typ war krass. Der Typ ist Jude und hat uns erzählt, warum Hitler gar nicht so ein schlechter Mensch war. Willkommen, Freunde. Wir sind zurück in Kalifornien im wunderschönen, verregneten Los Angeles. Wer hätte es gedacht? Es ist unglaublich anstrengend und unglaublich nervig, dass wir uns hier mit diesem Regen auseinandersetzen müssen. In Deutschland scheint die Sonne und wir werden hier pitschnass. Nichtsdestotrotz, es ist unser erster Tag und wir haben schon den ersten Fang gemacht. Diesen 380 SL von 1983. Aus dritter Hand mit 73.000 Meilen gelaufen. Wir mussten den Kauf schnell abwickeln, der Verkäufer hatte nicht viel Zeit, wir mussten weiter. Aber jetzt sind wir schon an der Spedition angekommen, das heißt also, der geht wahrscheinlich nächste Woche raus. Und wenn ihr das Video seht, dann ist er schon wahrscheinlich auch im Container. Wie wir den Kauf abgewickelt haben und was wir da genau gemacht haben, wie wir uns das alles angeschaut haben, das zeigen wir euch jetzt. You see, when you open all the way? Yeah. Ah, okay, I got you. Open all the way, it won't. Oh, you see? Maybe sometimes it needs to adjust. Okay, I got you. Okay. Is it second paint? No, it's first paint here. Here it's second paint. Also wir haben hier teilweise noch Erstlack drauf, ne? Also Hardtop hat komplett Erstlack, vorne die Tür auch. Worauf wir mal achten müssen ist, dass der DMV auch die richtigen Fahrgestellnummern einträgt. Weil manchmal haben wir so einen Zahlenwechsel oder Zahlendreher drin und dann kriegen wir die Autos nicht ausgeführt, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, ein D und eine 0 verwechselt wurde. Oder eine 0 und ein O oder sowas. Deswegen müssen wir das immer überprüfen, auch wenn der Verkäufer seriös ist. Aber der DMV macht einfach manchmal, was sie wollen. Hier stimmen aber die Nummern. Von daher... Ich denke mal, der kommt mit nach Deutschland wieder. Innenausstattung sieht gut aus, also muss mal sauber gemacht werden. Jetzt regnet es hier auch die ganze Zeit rein. Dashpad hat vorne einen Crack, das ist auch, das gehört halt dazu. Teppich sieht sauber aus. Wir gucken mal, wie es hier hinten aussieht. Absolut rostfrei. Also wir haben hier so ein bisschen Schmutz, aber das ist hier so eine typische Stelle für ein 107er. Und wir gucken nochmal hier drunter. Hier haben wir die wichtigste Stelle und die sieht nämlich wunderbar aus. Und genau davor haben immer die 107er Kunden und Besitzer große Angst, dass hier nämlich alles schimmelt. Aber da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Alter, zieht euch mal das Telefon hier rein. Kriegen wir es hier raus. Für die Kids, die das nicht kennen, das ist so wahrscheinlich so Anfang der 90er Jahre. Und so hat man früher telefoniert. So, also das Auto steht hier schon seit 2014 eigentlich schon. Der ist jetzt in den letzten 5 Jahren nur 200 Meilen gefahren. Der hat ihn vor 2 Tagen das letzte Mal gestartet und er ist sofort angegangen. Die Krümmer sind dicht, wir haben keine großen Nebengeräusche. Ja. Das passt auf jeden Fall. So. Also Probefahrt. Ach scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Ne? Ich habe die Adresse gar nicht gemerkt. Was das Auto definitiv braucht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das sind neue Wischerblätter. Weil die eignen sich so ziemlich für gar nichts. Jetzt bin ich einfach losgefahren. Ich habe die Straße vergessen. Und ich habe mein Handy auch nicht dabei. Ne? Das heißt, wir kommen wahrscheinlich nie wieder zurück. Gut, Probefahrt. Also, dass das Auto jetzt hier beschlagen ist und sowas und auch hier es an den Dichtungen reinregnet, das hat einfach damit zu tun, die Leute in Kalifornien kümmern sich halt nicht um irgendwelche Dichtungen oder sowas. Das ist hier überhaupt nichts Wichtiges. Das heißt also, hier werden sicherlich ein paar Dichtungen mal gewechselt werden müssen, gerade um das Dach herum. Wir merken,
jetzt so nach dem ersten Losfahren, die Bremse ist jetzt wieder auch dabei, die ist jetzt nicht mehr so quietschig. Tacho funktioniert, das heißt also, dass auch die Meilen wahrscheinlich original sein können, ohne dass der jetzt irgendwann vor 10 Jahren mal stehen geblieben ist. Ne? Den Lack habe ich gerade gemessen, da sind wir jetzt an vielen Stellen noch beim Erstlack, bei manchen Stellen nicht, aber ich stelle gerade fest, wir haben keinen Blinker. Motor läuft gut. Also man würde jetzt fast, also ganz, 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 ganz leichte unrundes Laufen. Aber das ist fast gar nicht zu merken. Könnte sich fast fragen, ob der überhaupt noch läuft. Aber so Beschleunigung ist super. Zieht ganz leicht nach links, was auch immer der Grund dafür sein kann. Getriebe schaltet durch. Also von der Grundsubstanz her ist das wirklich kein schlechtes Auto. Also ein paar kleine Abdeckungen fallen hier permanent ab. Also auf der rechten Seite ist die Kappe hier kaputt vom Sitz. Die Plastik-Chrom-Kappen, die sind abgefallen. Jetzt habe ich echt vergessen, wo wir hin müssen. Ne? Also hier waren wir vorhin nicht. Hast du hier Straßen gemacht? War das hier? Ich glaube, hier war das. Ne, hier war das nicht. Scheiße. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Weg wieder zurückfinden, weil das ist halt, wenn man achtlos einfach losfährt und gar nicht drauf achtet, wo man eigentlich hin soll. Naja, Holz ist gut, Leder ist in Ordnung. So, der Vorbesitzer meinte zu mir gerade, dass der einen Savage Title hat, weil wohl irgendwann mal es einen Unfall im Heckbereich gegeben haben soll. Den habe ich aber noch nicht entdeckt. Also kann es auch sein, dass einfach wirklich nur eine Kleinigkeit ist, war. Savage Title heißt nicht immer gleich Riesenunfall. Wir gucken uns aber jetzt das Heck nochmal ganz genau an, damit wir sicher gehen können, dass es vielleicht auch nur ein ganz kleiner Ditcher oder sowas war. Gut, wollen wir mal loslegen, ne? Wie uns ja der Vorbesitzer gesagt hat, haben wir ja hinten irgendwas gehabt. Das konnte ich hier gerade messen, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen Spachtel haben. Also das hier wird wahrscheinlich ein bisschen was nachgearbeitet sein, aber 600. Also hier haben wir vermutlich wird er auf die Ecke hier was bekommen haben. Das ist natürlich bei Regen jetzt auch nicht so super optimal zu erkennen. Und wenn man nämlich in den Kofferraum schaut, da ist jetzt hier so ein bisschen Feuchtigkeit aufgrund der Dichtung, dass es hier einfach regnet. Aber die Bleche hier hinten, die sehen alle noch gut aus. Das heißt also, der wird bestimmt mal irgendwie einen kleinen, ja, so einen Auffahrstupser bekommen haben. Aber das wird jetzt hier keine große Geschichte gewesen sein. Ein Auspuff ist selbst gebaut. Der würde wahrscheinlich für einen deutschen TÜV so nicht durchkommen. Das ist hier irgendwie was selbst zusammengeschweißt ist. Wenn man auch da unten hinschaut, siehst du, dass es da irgendwie so Verbindungsstücke sind. Die gehören da eigentlich bei Mercedes so nicht hin. So. Was natürlich auch sein kann, ist, dass jemand die Stoßstange getroffen hat. Und die Stoßstange absorbiert das dann nämlich hier über die Bleche. Und die sind dann meistens so ein bisschen verbogen. Hier sehen wir auch so ein bisschen Dichtmasse, die da normalerweise so nicht ist. Also wahrscheinlich wird er mal irgendwie was auf die Stoßstange oder sowas bekommen haben. Dann schicken wir das mal schon mal zum ersten Kunden, weil wir haben nämlich einen Interessenten, der eventuell das Auto schon kaufen möchte. Ansonsten, wenn nicht, denke ich mal, werden wir uns jetzt gleich hier einig und bringen das Ding wieder zurück nach Good Old Germany. So, den haben wir jetzt gekauft. Der kommt also nach Deutschland. Den bringen wir jetzt noch schnell zur Spedition. Die ist nämlich gleich um die Ecke. Und dann haben wir den ersten Wagen am ersten Tag schon gekauft. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum nächsten Auto. Das wird hoffentlich ein 560 sein, aber mal gucken, wie der so ist. Wir wissen bisher nichts, außer dass er schwarz mit beiger Innenausstattung ist. Und das war's eigentlich. Also hoffen wir, dass er läuft. Und hoffen wir, dass es ein bisschen nachlässt, weil sonst macht das überhaupt gar keinen Spaß, sich Autos bei strömendem Regen anzuschauen. Aber naja, das muss, ne? Auch nicht schlecht, was man hier so sieht, ne? So Leute, wir sind jetzt hier gerade beim 560 angekommen, den wir uns anschauen wollten. Wir haben hier gerade eine regenfreie Lücke, also nutzen wir sie jetzt und schauen uns den ganz schnell an. Der erste Eindruck ist leider nicht so gut. Also was wir schon mal sehen ist, Antenne fehlt, Zielleiste ist kaputt, aber das ist okay, das ist Pillepalle. So, wir schauen uns also das mal gemeinsam hier an. Einstiegsleisten, ja, hier sieht man auch den Rost. Das ist leider nicht so schön.
Die Sitze wurden schon mal eingefärbt, sind auch nicht so schön. Ja, Lenkrad sieht natürlich böse aus, Holz ist im Arsch. Hinten sieht man die ganzen Sachen, die hier so alle kaputt sind, das sieht auch nicht so schön aus. Teppich ist im Arsch. Die Lüftungsgitter sind so ein bisschen kaputt. Das ist auf jeden Fall ein Bastelauto. Das ist auch für jemanden, das kann auch nur jemand kaufen, der sich im Klaren ist, dass er hier noch viel Kohle in die Innenausstattung stecken wird. Aber die Bleche hier hinten, die ja eine typische Schwachstelle sind, die sehen super aus. So, da haben wir nur die Bitumenplatten, aber die Bleche selber sind super. 137.000, das ist eigentlich ein guter Schnitt, ob das stimmt. Also wenn ich mir so die Innenausstattung hier anschaue, glaube ich das nicht. Schau mal unter die Motorhaube. Läuft. Gar nicht so schlecht. Es gibt kein falsches Wetter. Es gibt nur falsche Klamotten. Wenn du nach Kalifornien fährst, gehst du davon aus, dass du Sonne hast und nimmst natürlich deine Sommerschuhe mit. Und dann, wenn es hier so doll regnet, dann bist du hier ein bisschen aufgeschmissen. So, was sehen wir? Wir sehen eine feuchte Servopumpe. Generell sehr schmutziges Auto, also einfach nicht gepflegt. Das lässt sich natürlich alles reinigen, das ist nicht das Problem. Aber leider weiß ich auch, dass das ein Festpreis ist, den der Verkäufer hier aufruft. Und der ist mir leider immer ein bisschen zu hoch. Aber das können wir im Nachgang nochmal mit dem Verkäufer dann direkt nochmal selbst besprechen. So, Stoßstangen sehen gut aus. Hier sieht auch nichts nach einem Unfall aus. Kratzer, also Lack ist auf jeden Fall. Man sieht ja sowieso nicht alles, wenn es regnet, aber hier sieht man schon auf jeden Fall, dass hier einige nicht so schöne Stellen sind. Reifen brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist natürlich auch alles, muss neu. Wir schauen uns mal jetzt. Ja, die rechte Seite, ich stehe hier mitten im Wasser, ne? Das ist ein bisschen das schwierige Problem. Wir schauen uns auf jeden Fall nochmal den Kofferraum an, das ist nochmal wichtig. So, wir schauen mal. So nasse Füße. Unglaublich. Was wir hier alles auf uns nehmen. Ach, so. Die Bleche sehen auch gut aus. Also es sieht jetzt nicht danach aus, als hätte er hinten irgendwie einen Treffer oder sowas gehabt. Das passt. Auch hier die Abschlussbleche. Also hier sieht man die Bleche, die sehen alle wunderbar aus. Das passt. Ein bisschen feucht im Kofferraum ist er. Das hat einfach damit zu tun, dass die ganzen Gummis brüchig werden durch die Sonne. Und wenn es dann mal regnet, dann sickert es halt durch. Da kommen wir halt nicht drum herum. Aber neue Gummis ersetzen ist immer besser als neues Blech. So. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir das Auto wirklich mitnehmen wollen oder ob wir es erstmal anbieten und schauen, dass wir jemanden finden, der sagt, hey, ich habe Bock auf ein Bastelfahrzeug. Ne? Weil bei 560, die ganze Innenausstattung und sowas, das ist schon alles ein bisschen kostenintensiv. Wir schauen mal. Wir haben ein, zwei Kunden, die vielleicht genau sowas suchen, dann bringen wir den mit rüber. Aber den würde ich jetzt für den Moment wahrscheinlich noch stehen lassen, außer wir kriegen jetzt einen mega geilen Deal. Aber ansonsten, ja, ich denke, wir fahren noch mal weiter, gucken uns noch ein bisschen weiter was an. Okay, cool. So, we can be there in probably 30 minutes, okay? Yeah, okay, we're right now on the way. Okay, thank you. Bye. So, ein sehr netter und unterhaltsamer Kerl. Mal gucken, was er sonst zu erzählen hat. Auf jeden Fall hat er gerade im Telefonat schon uns seine halbe Lebensgeschichte erzählt. Ich glaube, der kennt auch nur zwei Patricks und er kennt eine Stadt in Deutschland und die ist München. Hat uns auf jeden Fall eine ganze Menge gerade erzählt. Mal schauen, was bei rumkommt. Wir gucken uns jetzt einen 73er Chrysler New Yorker an. Original Paint. Ich zeige euch mal eine Stelle, das Ding kann im Leben kein Erstwerk sein. Hier sind ungefähr 4 Quadratzentimeter Spachtel abgeplatzt. Der war bestimmt vom Werk aus dran.
The battery yesterday, my guy, he bought me one, but it's not enough. Need a little bit more strong battery, yeah. Mm-hmm. Because this engine very it's strong. It's a big one, yeah, top. I know. I have two batteries in this car, you okay. know that. One in the front, one in the trunk. In the back. Der gute Herr hat sich gedacht, weil die Batterie vorne zu schwach ist, packe ich mal vorne noch eine oder hinten auch noch eine Batterie rein. Das heißt, wir haben hier eine Batterie, die unter anderem auch für die zusätzlich verbaute Benzinpumpe im Kofferraum zuständig ist. Warum, weshalb, weiß jemand? You can hear the pump. Yeah. Yeah, okay. I put it in brand new. Okay. Like 2.5 weeks ago. Okay. Und wenn wir uns mal hier das ganze Kabel anschauen, dann ist das garantiert ein Auto, was ich in meinem Leben nicht fahren möchte. So, ach, da setzen wir uns mal in diesen wunderschönen Chrysler New Yorker. Das Auto ist fürchterlich, wirklich fürchterlich. Und das ist halt wieder so ein Beweis dafür, dass es in LA wirklich katastrophale Autos gibt, die teilweise auch völlig überteuert sind und wo es sich überhaupt nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen. Das hier ist so ein Paradebeispiel davon. Habt ihr schon mal so ein Schwimmbecken im Armaturenbrett gesehen? Wenn man da die Goldfische reintut, dann überleben wir wahrscheinlich auch noch ein paar Tage. Also das Auto ist eine Vollkatastrophe und das Schlimmste ist, der Typ versucht mir zu erzählen, dass wir hier im Erstlack stehen und alles ist original. Das Dach, als ich den Typen angerufen habe, meinte er, naja, ein bisschen was müsste am Vinyltop gemacht werden. Hier muss die ganze Dachhaut ausgetauscht werden. Also brutal, ne? Gut, der Typ ist ein absoluter Quatschkopf, auch echt lustig. Helene Fischer. Fischer, ja, I know. Yeah, she is. If I had a woman like this, I never let go, man. Aber wir können hier kein Auto kaufen. Also das wäre wirklich Selbstmord. Okay, cool. So, let's do it this way. We will keep in touch. And I will talk to my customer and then we're gonna see how we go forward, okay? Thank you for your time. Thank you. Wish you a good weekend, huh? Take care. Boah, oh, nicht nur, dass das eine Laberbacke vom Feinsten ist. Boah, also der Typ war krass. Netter Kerl, wirklich, ja, wirklich nett. Aber was der einen erzählt, ey. Der Typ ist Jude und hat uns erzählt, warum Hitler gar nicht so ein schlechter Mensch war und dass er eine jüdische Geliebtin hatte und oh, krasser Typ. Das Auto, absolute Vollkatastrophe. Gut, dass er nicht lief. Jetzt musste ich dem irgendeine Lüge erzählen, dass ich mich nochmal bei dem melden werde, was ich garantiert nicht tun werde, weil boah, also das Auto, boah, das ist nicht mal den Schrottpreis wert. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Aber das ist halt auch LA, ne? Die Leute versuchen halt wirklich jeden Scheiß loszuwerden. Wir wollen mal hoffen, dass morgen Pomona besser wird. Das Ding, das war auf jeden Fall eine klassische Nullnummer. Aber ist nicht schlimm, wir hatten heute schon ein Auto gekauft, das war eine coole Nummer. Der andere, mal gucken, wir werden mal schauen, ob wir den unseren Kunden anbieten, die halt nur so Projekte suchen. Das wäre der 560. Aber das Ding, das werden wir garantiert niemanden anbieten. Das ist echt nicht verkehrsfähig oder irgendwas.